Hallo zusammen, ich bin Anna Stricker und komme aus dem Kanton Graubünden. Und für meine Maturarbeit habe ich Davos einen Siedlungsabfall untersucht auf recycelbare Materialien. Und habe dann geschaut, wie viel CO2 und wie viel Energie man sparen könnte, wenn man diese Materialien konsequent recyceln. Gemacht habe ich das anhand von 30 Abfallsäcken, die ich untersucht habe und wo ich den Inhalt auf 14 Komponenten unterteilt habe. Darunter sind dort zum Beispiel Aluminium, PET, Glas, aber auch der ganz normale nicht recycelbare Abfall. Dann habe ich die Komponenten gewogen und das Ganze aufgerechnet auf die ganze Davoser Bevölkerung, sodass ich die Anzahl Tonnen habe bei all diesen Komponenten für die ganze Bevölkerung. Dann habe ich umgerechnet, wie viel Energie und wie viel CO2 man also könnte sparen, wenn man die Komponenten recyceln würde. Und bei Energie steht insgesamt herausgekommen, dass man 12'000 Gigajoule könnte sparen. Das entspricht etwa Elektrizitätskonsum von etwa 580 Vier-Personen-Haushalten in der Schweiz pro Jahr. Und bei CO2 sind das 5'000 Tonnen. Das entspricht den Emissionen, die man hat, wenn man 1'000 Mal um die Erde herumkreist mit dem Auto. Also ich sehe ein riesiges Potenzial für Davos. Und Recyceln ist natürlich nicht nur gut für Davos, sondern auch für die Dörfer und Städte, die hier wohnen. Und darum möchte ich euch animieren, unbedingt weiter recyceln oder wenn ihr es noch nicht tut, unbedingt damit anfangen.